Seit Jahren arbeite ich mit einem festen Team zusammen. Mit denen habe ich schon zahllose Abenteuer erlebt und bin bis ans Ende der Welt gereist. Aber eben immer nur für die Arbeit. Privat weiß ich nichts über sie. Da werden sie wortkarg oder verstellen sich. Ist ja auch verständlich, ich bin der Vorgesetzte und wer ist schon 100% offen mit seinem Chef? Ich will aber nicht nur ihr Chef sein, ich will ihr Freund sein. Und dafür muss ich sie besser kennenlernen. Deswegen rufe ich heute die an, die es am besten wissen müssen. Die Eltern. Die kennen ihre Kinder schließlich am längsten und sagen immer die Wahrheit. Andreas, kannst du mal kommen, bitte? Ja, bitte. Kannst du vielleicht noch einmal einordnen für alle Leute, die dich noch nicht kennen? Was ist eigentlich dein Beruf hier? Wo arbeitest du? Was machst du? Ich bin in der Redaktion von Late Night Berlin, der Late Night Show. Und ich mache Beiträge und ich schneide die auch. Du weißt, worum es geht, ne? Weißt du auch, dass man immer ein leckeres Stück Kuchen kriegt, ne, wenn man hier ist? Ah, Gott sei Dank. Ja, das ist auch für die Leute, auch für dich. Dankeschön. Ja, ich weiß, das wird jetzt... Bliblablub, ne? Ich rufe deine Eltern an und befrag die über dich. Ja. Wen kann ich denn da anrufen? Mama, Papa? Sind die beide zu Hause? Ich würde dir die Festnetznummer geben und dann wer schneller ist. Ja, was machen die? Also, das sind da so für Leute, was willst du sagen? Mein Vater leitet noch einen Chor, meine Mutter ist so sozial engagiert. Ja, rüstig und gut drauf. Ja, also sie verbringen mehr Zeit mit Freunden als ich. Ziemlich sicher sogar. Ja, die müssen ja auch nicht mehr arbeiten. Gut, dann rufe ich mal an bei denen zu Hause. Ja. Wie heißen die denn? Alfons und Marlies. Okay. Ich setze 50 Euro auf Alfons. Ja, ich würde sagen, Jägers, guten Tag. Oh, Herr Jägers, sehr gut. Ich habe 50 Euro auf Sie gesetzt, dass Sie rangehen und nicht Marlies. Ja, hier ist Klaas Häufer Umlauf. Wissen Sie, wer ich bin? Aus dem Fernsehen. Ja, Andi Chef. Aber ich stelle mal laut, damit meine Frau mithören kann. Ja, da sicher. Das ist ja schön. Sie kann auch gerne mit antworten, weil ich wollte gerne mal was über Andreas rauskriegen, weil wir bei der Arbeit so viel Stress haben, dass wir immer so wenig Zeit haben, uns privat zu unterhalten. Das hört sich gut an. Ja, ja. Sehr gut. Hallo, Frau Jägers. Na, wie geht's? Ja, wissen Sie überhaupt, was der eigentlich beruflich macht? Also ist das praktisch überhaupt vermittelbar? Soweit wir wissen, ist er ja zuständig für das Schneiden von Filmen und für Drehbücher und arbeitet bei Ihnen, weil solche Dinge dann im Fernsehen gebracht werden. Was glauben Sie denn jetzt mal so in die Tüte gesprochen? Woher kann der denn sowas eigentlich? Ja, ich war immer schon sehr kreativ. Ja, als Kind schon? Ja. Ja, der hat also als Kind mit Oma zusammen Kasperle-Stücke aufgeführt. Ja. War schon sehr beeindruckend, was der da zusammengesetzt hat. Haben Sie vielleicht mal so eine Geschichte auf Lager, wo Sie sagen, das ist also typisch Andreas gewesen, was der da gemacht hat? So eine Geschichte, wo Sie heute noch denken, meine Güte, was hat der da angestellt? Der hat hier im Umkreis, der ist ja so ein Fan von Rollenspielen. Was ist der? Ein Fan von Rollen. Oh, was heißt das denn? Also in welchem Sinne denn? Also der ist jetzt, soweit ich weiß, in einer Gruppe von Dungeons and Dragons. Da hat er sich von uns auch zu Weihnachten das große Spielebuch schenken lassen, dieses Spielleiterbuch. Moment, das ist aktuell? Das ist aktuell, ja. Und im Moment, ja, der hat da noch eine Truppe laufen. Aber damals war es so, dass er hier im Umkreis mit seinen Freunden das schwarze Auge spielen wollte. Ja. Und die nahmen nur Leute auf, die sich auskannten. Ja. Dann hat der wochenlang Vokabeln für das schwarze Auge und Zaubersprüche gebildet. Und wir hätten uns mal gewünscht, dass er seine Vokabeln für die Sprachen vorgelegt hat. Aber konnte er am Ende denn wenigstens zaubern? Er hat mit 3 bestanden und war darauf extrem stolz. Ja, toll. Das ist ja wirklich, also in dieser Fantasiewelt hat er eine richtige Karriere machen können, meinen Sie? Ja, richtig. Ja. Ja, der wurde knapp hart geprüft und da sind wohl auch einige durchgefallen und er war extrem stolz, dass er das gepackt hat. Ja, und kriegt man da auch einen Personalausweis und einen Führerschein und so? Oder ist ihm dann irgendwann auch klar geworden, ach so, es gibt auch noch eine echte Schule? Ja, die echte Schule, die gab es auf jeden Fall. Aber zum Beispiel damals ihn in den Kindergarten zu bringen, das war bei uns immer eine extreme Aufgabe. Ja, wollte er da nicht? Fand er das so schön zu Hause in seinem Zimmer? Morgens kam dann mein Vater und er brachte ihn dann in den Kindergarten. Und weil das so schwierig war, hatten sie sich einen Trick überlegt. Eine Freundin von mir brachte ihre Tochter in den Kindergarten. Und dann kam die immer vorbei.
Und vor dem kleinen Mädchen, da konnte er sich ja nicht blamieren, ne? Schön brav in den Kindergarten gegangen. Ach was. Das heißt, wenn der hier mal ein bisschen faul ist, muss ich da eigentlich nur ein hübsches Mädchen daneben setzen und zack, arbeitet er? Oh, da haben wir noch eine andere Idee. Ja, klar. Der wollte ja gerne eine Filmhochschule besuchen. Da musste man dann ja jede Menge Exponate vorher einreichen. Und das zog sich hin. Und dann haben wir ihn quasi unter Druck gesetzt und haben gesagt, so, jetzt schreibst du dich ein. Und als Lockmittel war dann am Ende noch, und anschließend gehen wir auch in den Moviepark gemeinsam. Okay, ja, der ist ja da in Bottrop-Kirchhellen, da wohnen Sie ja in der Nähe, ne? Genau. Ja. Und dann hat das geklappt und dann waren sie alle schön gemeinsam da im Looney Tunes Land. Ja, so ungefähr. Ja, und ist ja manchmal noch so ein kleiner Andreas so ab und zu für 5 Minuten? Ja. Aber ich glaube, das sehen Sie ja auch. Ne? Das sehe ich auch manchmal, ja klar. Aber er macht jetzt immer viel Sport, er hat super viele Muskeln schon. Also er tut alles dafür, dass er nicht mehr so aussieht wie ein Baby. Extrem sportlich, ja. Das ja. Also, was ich sagen kann, ist, nach diesem Gespräch, für das ich mich jetzt erstmal sehr herzlich bedanken möchte, habe ich das Gefühl, dass ich hier den richtigen Hauptgewinn gemacht habe mit Andreas. Können wir nur unterstützen. Also, wir sind sehr stolz auf ihn. Ja, wir werden seinen Arbeitsplatz hier in Geld betonieren. Hervorragend. Also, bis denn, ne? Ja, bis denn. Ja. Alles Gute. Tschüss. Also das mit den Rollenspielen, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Kannst du noch einen Zauberspruch aus dem schwarzen Auge? Ja. Sag mal. ich weiß nicht, ob der heute immer noch funktioniert. Ja, aber damals. Aber früher hieß es, Fulminictus Donnerkeil, treff und töte wie ein Pfeil. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag. Und, ja, ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwo was explodiert ist, was wir nicht mitbekommen haben. Ne? Also, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Andreas Eltern am Telefon. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.